will Munition herstellen, dass wir das Inventar leer kriegen. 1814 Schrauben haben wir. Talk it down! Das war jetzt noch keine Herausforderung, wenn ich ehrlich bin. So, den Decken selber zu legen wir gleich mal, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. War noch irgendwas aufgesammelt, was jetzt irgendwie schrottig aussieht? Ne, gut. Luden. Ach, da ist schon jemand dabei. Das ist gut. Das ist ja schön. Gut, was machen wir da? Wir hauen mal ein paar Zipper ran. Hä? 9 Stück. 1, 2, 3. Es müssten 9 sein, wenn ich nicht täusche. Upgraden wir mal hier die Seite. Bauen wir hier schnell die Wanddünnung mit dran. Dass hier auch ja nicht passiert. Ach, hier unten hat er eben teilgenommen. Oh, da upgraden wir das auch gleich noch. Zumindest eine Stufe. Bauen wir ja noch ein paar, oder? Boah, Decken ist aber räumt man rein theoretisch ohne drei machen. Sag mal, wo bist du hin? Meine Freunde, ich komme her zu mir! Oh. Da ist sie wieder geplatzt. So. Da haben wir das auch. Dann machen wir noch ein paar Decken aber dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Steinchen haben wir. Oh, das war das Falsche. Habe ich noch zu den anderen Namos? Wo soll ich denn die? Egal, dann machen wir die. Machen wir die hier dran, so. So, hier haben wir. Machen wir hier noch einen dran. Hier auch noch einen. Hier auch noch einen. Hier auch noch einen. Brauchen wir noch einen, oder? Ne, 2 brauchen wir noch. Haben wir doch geschlafen. Let's see. So. Sieht doch super aus. Weit ist das Ding noch weg? Naja, dann nicht gleich. Ihr wisst ja, wir können das Ding auf früher runterholen. Wenn wir das möchten. The balloon has landed. Defend that data. You sure about this? Komm her, Elefant, da. Hä? Kyle successfully retrieved. Ach, hier unser Freund. Mach das selber. Wir holen uns schnell die Steine hier in der Zeit, wo der da oben ja als alleine auffällt. Der macht das alles alleine, der spinnt so. Ich will auch mit haben. Ich will auch was haben. Komm, gib.
Aua, aua, aua. Sag mal. Wo kommt denn die Ball her heute? Luftsteg ist umgesehen auf Luft. Die war meine. Watch it. Data's looking good. Sorry. Oh, diese Lex, das geht gar nicht. Und ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, nur so sinnvoll. Ach, der schon wieder. Mais oder was? Was will ich denn mit der Waffe? Hat eine viel bessere. Die macht hat mehr Wumms. An der Schräge funktioniert es nicht. Das ist nur so ein Bug. Ich finde ihn so geil, den Plasmawerfer. Der ist so die Messe. Jemand hier? Ey, Freundchen, angeschlichen wird sich hier nicht. So, Wiedersehen. Pitcher Höhlen erledigt. Der wird doch gequillt, Mensch. Wo sind sie jetzt noch? 1 Minute 44. Juhu. Ach, wo kommen sie von der anderen Seite? Die Schweine!
Unten sind sie. Na bloß gut, dass ich schon was hingebaut habe. Tschüss. Ich habe keine Angst vor euch. Ihr müsst Angst vor mir haben. Jetzt aber. Au. Noch 27 Sekunden, dann haben wir es auch. Hey, lass das. Muss ich auf den schießen, wenn er eh gegrillt wird? Warte, warte. Yep. Ah, wischt. Als wenn ich die Waffen nicht selber hätte, du Flachzange. The data you collected will help us locate survivors and nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sorry. Ich möchte es geschenkt haben. Ich spiele mal das alles selber. So. Das ist so cool, der Haufen. 2460 Schaden. Yeah. Ah, das nächste EP-Level wartet noch. Auf uns. Ah, Beute Level 4. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Dann haben wir das ja auch schon wieder geschafft, fast, ne? Aber wir müssen mit 3 Missionen machen, wenn wir die Dinger in den anderen Missionen alle finden könnten. Also 2 Missionen. So, Skizze-EP. Jawohl. Machen wir. Was haben wir hier drin? Fiese Natur. 500 Sturm-Tickets. Schön, schön. Und was haben wir hier drin? Ja, da könnte es vielleicht wieder ein... Jawohl, wir können wieder ein schönes Wintertischlama anfordern. Und das machen wir jetzt auch. Los geht's! Strike fast, strike true. Schnell und zielsicher, ja. Gib ihm! Bin ja gespannt, was drin ist. That's that. Noch bin ich nicht beeindruckt. Immer noch nicht. Oh, was ist das denn? Eine Repetierpistole. Und wieder eine Vintage freigeschaltet. Ja, mittlerweile müssen wir sie ja alle fast haben, oder? Den haben wir, den Wintertech Blaster Flinte, dann haben wir den Wintertech Impulsgewehr, also das Impulsgewehr, Entschuldigung. Dann haben wir das Wintertech Salvenpistole. Und dann haben wir jetzt das dazu bekommen, ne? Wo ist der? Der müsste hier unten rumgurksen, genau hier. Die Wintertech Repetierpistole. Mal schnell zu den Favoriten hinzufügen. Zu den Favoriten. Genau. Das ist das gute Stück. Sieht irgendwie nice aus. Gucken wir uns das Ding mal an, dann irgendwann mal in der nächsten Folge. Ja, was haben wir denn eigentlich noch hier im Angebot? Was könnte man eigentlich mal zerlegen, um mal ein bisschen mehr XP zu bekommen? Also wie gesagt, die Wintertech-Waffen würde ich auf jeden Fall gerne weiterspielen. Die sind richtig klasse. Ansonsten gucken wir bei den Waffen, ob wir irgendwas verschrotten können. Was weiß ich. Naja, die Grünen. Komm. Also ich behalte nichts Grünes mehr, nur dass ihr es wisst. Naja, das fliegt alles weg bei mir. Weil, was will ich mit grünen Waffen? Die kann ich eh nicht verwenden. So, was haben wir bei Fallen?
Da fallen Wiederverwerten. Da haben wir leider nichts Doppeltes. Aber grüne Fallen können wir rein theoretisch auch auf den Müll hauen. Ja, was haben die, sagen unsere Helden? Oh, es leckt wieder. Ja, schön. Oh ja, das ist extrem in der Zeit. Richtig extrem. Das sind unsere Stärksten. Manche fragen sich, warum spielt der eigentlich immer noch die gleichen Clown? Das ist im ganz einfachen Grund, weil ich sehr zufrieden mit diesen Sachen hier bin. Mit der erstmal mit der Schockwelle, dass ich die Granate habe, also die Anordnung der jeweiligen Fähigkeiten gefällt mir gut. Was ich zum Beispiel bei dem wieder nicht habe. Der hat am Anfang einen Kriegsschrei, dann hat er den Schockwelle, dann erst die Granate. Ja, gefällt mir nicht so. Bei dem ist es, ja, der hat zuerst die Gatling, dann Schockwelle und dann Granate. Also ist nicht die Zusammenstellung, passt mir einfach nicht. Apropos Zusammenstellung, wir haben noch Fähigkeitspunkte, die wir endlich vergeben können. Das sollten wir doch endlich mal tun, ne? Ich habe 15 Fähigkeitspunkte freigespielt. Bin ich gut, hä? Bin ich gut. Und ich würde gerne versuchen, hier hinterzukommen. Dass mir, ich würde, das wird nicht reichen, oder? 2, 4, 6, 8, 10. Wir könnten es probieren. Wir probieren es mal. Damit können wir unseren Soldaten auf Stufe 3 leveln. Yep, wir können. Ja, wunderschön. Was haben wir hier? Weiterentwicklung Explosionswerfen auf 3 Sterne. Ja, hört sich gut an. Weiß ich aber nicht, ob ich das machen soll. Was sagt die Forschung? Da wollte man ja hier hoch zu dem Boot, ne, dass wir da mehr Plätze mitnehmen können. Dann müssen wir erst hier hoch, ne? 2000. Dann war's das schon wieder. Ach! So, jetzt können wir unsere Helden eigentlich weiterspielen, ne? Den Typen könnten wir jetzt rein raus aufrüsten! Weiterentwickeln! Viel anders sieht er jetzt aber auch nicht aus. Ich dachte, er hat jetzt noch ein anderes Aussehen. Auswählen? Ja. Hat sich jetzt nicht so sehr viel geändert bei ihm. Außer es jetzt 3 schöner statt als 2. Ach Quatsch, was erzähle ich denn? Stimmt, wir haben jetzt das Kommando. Vorwärtskommando haben wir jetzt drin. Yes, geil! Ja, wir leveln den mal auch mal auf hier schnell. Machen wir den mal auf 24. Mehr geht sowieso nicht. Bonis. Ja, gibt 40% Schadensresistenz. Unterstützungsboni werden auf seine Haupthelden angewandt, wenn sie sich diesen Held Unterstützungslot befindet. Ja, Unterstützungslots sind diese hier, ne? Ja, das soll es eigentlich mal wieder gewesen sein zu Fortnite heute, zu dieser Folge. Also zumindest in dieser Aufnahmesession. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe schon ein paar Fragen beantwortet, was die Vivax betrifft und die Wintertestwaffen. Ja, wir sehen uns einfach zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir und natürlich mit euch. Bis dahin, jedes Däumchen ist ein Träumchen. Denkt daran, haut rein, euer Mike der Fiede. Ciao, ciao.